Hallo und herzlich willkommen zum 308. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir, meine wunderbare Frau Alexa. Hallo, ihr da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von Hoaxilla. Und bei mir ist natürlich auch dieses Mal, wie immer, zum Glück der wunderbare Alexander Huxmaster. Und da ist mir die Luft ausgegangen. Ja, ich habe überhaupt gerade gedacht. <laughs> der Satz wollte nicht aufhören. Wo soll es denn hingehen? <laughs> ähm aus einem Studio, in dem wir fast an der Maus festfrieren. Wir mussten jetzt dann doch irgendwann doch anfangen, die Heizung anzumachen. Ich habe es ganz lange probiert, ging aber nicht. Und ähm, das Schlagen von Szenen aufeinander bei der Aufnahme ist ja wahrscheinlich auch nicht das, was ihr hören wollt. Ähm, ja, wir äh, haben ein, ein neues Thema, eine neue Folge mhm. vorbereitet. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ich würde gerne noch ein bisschen mehr Unsinn am Anfang erzählen, aber ich lasse es einfach. Und freue mich ganz doll. Unsinn kommt da beim Thema. Nein, ich hoffe nicht. <laughs> ich freue mich auf alle ganz doll darauf, dass wir ein Thema gefunden haben, wo du mal wieder deine, äh, Muskeln spielen lassen kannst, weil wir, es wird märchenhaft, um es mal so zu formulieren. Ja, aber auch grausig. Aber ähm, auch grausig. Und, äh, bevor wir da aber einsteigen, hast du natürlich wie immer eine Story mitgebracht. Der Woche. Ja, wir nehmen diese Folge auf, eigentlich zu Beginn der Winterzeit. Hm. Aber wir alle wissen natürlich, dass es ganz auf the Tony Phil ankommt, um zu erfahren, wie lange dann der Winter wirklich dauern wird. Am 2. Februar ist nämlich Murmeltiertag. Hey. Jedes Jahr. Immer wieder und manchmal ist auch jeden Tag Murmeltiertag, jedenfalls im Film. Ich schätze diesen Film sehr täglich, grüßt das Murmeltier. Darum soll es aber heute nicht gehen in der Story, sondern darum, ob es immer ein und dasselbe Murmeltier ist, das dann herauskommt und seinen Schatten sieht oder auch nicht. Also, wer es nicht weiß, es geht darum, dass Tony Phil, das Murmeltier, herausgelassen wird am 2. Februar und entweder seinen Schatten sieht, dann bleibt es noch ziemlich lange Winter, sechs Wochen nämlich, oder eben auch nicht, dann kann man darauf hoffen, dass bald der Frühling kommt. Aber ist es denn immer ein und dasselbe Tier? Das würde ja dann bedeuten, dass das vielleicht noch gar nicht so alt ist. Oder dass, also dass der Feiertag noch nicht so alt ist. Ja, ich wollte gerade sagen, die altierten so ein Murmeltier. Ja, ja, das jetzt, jetzt mal äh, überlegen. Ja. Ähm. Das kann ich mir eigentlich nicht. Ne. Okay, ähm, das lösen wir natürlich am Ende der Sendung auf. Und äh, aber so, äh, der Film ist doch schon. Habe ich dich jetzt so schnell verwirrt. Äh, der, Film, der Film ist doch aus den Acht Ende der 80er, Anfang der 90er, dann wäre das Murmeltier ja schon 30. <laughs> äh, wir machen erstmal weiter. Thema der Woche. Ja, in der heutigen Sendung, im heutigen Thema soll es um Blaubart gehen. Und ähm, in der Vorbereitung war mir da nicht so ganz klar, warum wir darüber reden wollen, weil ganz offensichtlich das, was für sehr viele Menschen im kulturellen Gedächtnis ist, bei mir gar nicht so der Fall war. Also Ach, ich das wusste ich gar nicht. Das nee, hast nee. du mir auch gar nicht so klar gesagt. Also du konntest damit überhaupt nichts anfangen. Jetzt weiß ich auch, warum du immer so nachgefragt hast, was das äh, denn überhaupt soll, das genau. Thema. Genau, in der Redaktionskonferenz <laughs> habe ich mir gesagt, warum und was ist jetzt Gilles Ist das, ist das ja eine spannend. Insel? Was war? <laughs> ähm, okay. Und damit wir euch aber abholen können, all diejenigen, die drei, die genauso naiv wie der Huxmaster war und sagt, hä, Blaubart? Haben wir mal ein kleines äh, Feature vorbereitet, so kurz vor der Weihnachtszeit, nämlich Alexa liest euch äh, das Märchen äh, Blaubart einmal vor. Allerdings in einer bestimmten Fassung werden wir es hören. In ne? einer ziemlich wichtigen Fassung, die auch relativ lang ist. Okay. Dann hören wir da jetzt erstmal rein, wie die Hoax Mysteries euch ein Märchen vorliest. Und das ist so ein Foreshadowing zum äh, Vorlesepodcast in Black Sweet Stories. Der wir wissen, es eigentlich schon wieder am Start sein sollte, aber er kommt. Es wird immer noch mit Hochdruck und Schraubenschlüsseln und Akkubohrern an der Homepage gearbeitet im Hintergrund, damit die wieder an den Start geht. Und dann habt ihr eine Idee, wie das ist, wenn die Hoax Mysteries euch was vorliest. Musik es war einmal ein Ritter, der besaß viele Häuser in der Stadt und viele Schlösser auf dem Lande, und silbernes und goldenes Tafelgeschirr und Möbel voll kostbarer Stickereien und vergoldete Karossen und Kasten voll Geld. Aber er besaß auch einen blauen Bart, und das gab ihm ein so abstoßendes Aussehen, dass Weiber und Mädchen ihn weder leiden noch sehen mochten. Eine seiner Nachbarinnen, eine vornehme, aber arme Dame, hatte zwei sehr schöne Töchter erwarb bei ihr, es der Mutter überlassend, welche von beiden sie ihm geben wolle. Sie mochten aber alle beide von dieser Partie nichts wissen und eine wollte ihn der anderen aufreden, da sich keine entschließen konnte, einen Mann mit blauem Bart zu heiraten. Auch hatte es etwas Abschreckendes, dass Blaubart schon mehrere Male verheiratet gewesen und dass man nicht wusste, was aus seinen bisherigen Frauen geworden. Es war das jedenfalls ein verdächtiger Umstand. Blaubart aber kannte die Weiber und die Mittel, ihnen die Köpfe zu verdrehen. Er lud die Mutter und die Töchter samt einigen ihrer Freundinnen und mehrere junge Männer auf eines seiner Schlösser, wo man sich durch acht Tage aufs angenehmste unterhielt. Da ging es hoch und lustig her, nichts als Landpartien, Bälle, Mahlzeiten, Gesellschaftsspiele, Neckereien, dazu wohl angebrachte Geschenke an die Mädchen wie an die Mutter und an die Freundinnen, die auf die Schwestern am meisten Einfluss hatten. Kurz nach acht Tagen fand die jüngere Schwester, dass der Bart ihres Wirtes nur bläulich, nicht blau, und dass er selbst im ganzen und Großen ein recht galanter Ritter und höchst annehmbarer Ehemann sei. Wenige Wochen nach diesen Lustbarkeiten war Hochzeit. Nach Verlauf des Honigmondes sagte Blaubart zu seiner Frau Ich muss in sehr wichtiger Angelegenheit eine längere Reise machen, dem ich wohl sechs Wochen lang von dir, mein Engel, und von meinem jungen Glücke trennen wird betrübe mich darum nicht allzu sehr. Im Gegenteil, lasse deine Freundinnen kommen und unterhalte dich während meiner Abwesenheit so gut als möglich. Hier übergebe ich dir die Schlüssel zu meinen Vorrats und Schatzkammern, denn was mir gehört, gehört dir, und schalte und walte du damit nach Belieben. Dieser Schlüssel führt zum Saal der Gold und Silbergeschirre, die man nicht täglich braucht, dieser zu meinen Kassen voll Gold und Silber, dieser zu den Kisten, in denen ich meine Diamanten aufbewahre, und dieser hier ist der Hauptschlüssel, der alle Türen öffnet. Was nun dieses kleine Schlüsselchen betrifft, so führt es in das kleine Gemach am Ende der großen Galerie. Gehe du überall hin, wo es dir beliebt, öffne alle Türen, wie du willst, aber ich verbiete dir aufs Strengste, in jenes kleine Kabinett einzutreten. Sollte es dir dennoch begegnen, dass du es öffnest, so wisse, dass du von meinem Zorne das Schrecklichste zu erwarten hast. Sie versprach und beteuerte, seine Verordnungen aufs Gewissenhafteste zu beobachten. Er umarmte sie zärtlich, stieg zu Ross und ritt davon. Die Nachbarinnen, Gevatterinnen und Freundinnen warteten nicht, bis man sie abholte. Kaum war Blaubart abgeritten, als sie schon herbeikamen, neugierig wie sie waren, alle Reichtümer und Herrlichkeiten der jungen Frau zu sehen, während sie bisher nicht gewagt hatten, sie zu besuchen, aus Furcht vor dem blauen Barte. Da liefen sie nun voll Neugierde durch Zimmer und Zimmerchen, durch Säle und Sälchen und Schatzkammern und konnten sich nicht genug verwundern, und manche beneideten die glückliche Blaubärtin. Diese Tapisserien, diese Sofas, diese Lehnstühle, diese ausgelegten Tische, es war alles über alle Beschreibung reich und schön, jedes Kabinettchen ein grünes Gewölbe. Am schönsten aber waren die großen Spiegel mit den prächtigen Rahmen, in denen das hässlichste Frauenzimmer reizend aussah. Sie waren alle wie berauscht von den schönen Sachen, und manche bedauerten, dass es nicht noch viele solche Blaubärte in der Welt gab. Am wenigsten unterhielt sich bei all dem die Beneidete, die Frau des Hauses selbst. Sie war zerstreut, sie konnte es nicht erwarten, hinabzusteigen in die Galerien und das kleine Kabinett zu öffnen. Die Neugierde verzehrte sie, und am Ende hielt sie es nicht länger aus, verließ unartigerweise ihre Gesellschaft und schlüpfte über die verborgene Wendeltreppe so schnell hinab, dass sie zwei oder dreimal in Gefahr war, den Hals zu brechen. Erst vor der Türe des kleinen Kabinetts kam sie einigermaßen zur Besinnung und überlegte, ob es auch recht sei, die Verbote des Gatten so sehr außer Acht zu lassen und ob ihr aus ihrem Ungehorsam nicht etwelches Unglück erwachsen könne. Sie erinnerte sich des Gesichtes, das Blaubart gemacht hatte, als er ihr einschärfte, das Kabinett nicht zu öffnen, und sie schauderte. Aber die Versuchung war zu groß, sie konnte nicht widerstehen, und schon hielt sie das kleine Schlüsselchen in der Hand, und schon hatte sie, obwohl zitternd, die Tür geöffnet. Zuerst sah sie nichts, gar nichts, weil die Fenster geschlossen waren. Nach einigen Minuten sah sie, dass der Boden mit geronnenem Blut bedeckt war, und in dem Zimmer tote Frauen lagen. Es waren das die Frauen, die Blaubart früher geheiratet, und die er alle eine nach der anderen umgebracht hatte. Sie war halb tot vor Schrecken und das Schlüsselchen, das sie aus dem Schloss gezogen, entfiel ihren Händen. Nachdem sie sich wieder gefasst, hob sie das Schlüsselchen auf, schloss die Türe und lief in ihr Zimmer, um sich zu sammeln und von ihrem Schrecken zu erholen, aber das wollte ihr nicht gelingen, so sehr erschrocken und aufgeregt war sie. Da sie bemerkte, dass das Schlüsselchen mit Blut befleckt war, wischte sie es zwei und dreimal ab, aber das Blut wollte nicht weichen. Sie mochte es noch so sehr waschen und mit Sand und Bimsstein reiben, der Blutfleck blieb nach wie vor, denn der Schlüssel war ein Zauberschlüssel, da half nichts. Und wenn der Blutfleck an einer Stelle verschwand, kam er an einer anderen wieder zum Vorschein. Blaubart kehrte noch am selben Abend von der Reise zurück und erzählte, dass er durch Briefe, die er unterwegs erhalten, in Erfahrung gebracht, dass die Reise überflüssig und dass seine Angelegenheiten aufs beste geordnet seien. Seine Frau tat alles Mögliche, um ihn glauben zu machen, dass sie über seine frühe Rückkehr hoch erfreut sei. Am nächsten Morgen verlangte er die Schlüssel zurück. Sie übergab sie ihm, aber mit so arg bebenden Händen, dass er leicht erriet, was geschehen war. Wie kommt es, fragte er, dass der kleine Schlüssel zum Kabinett hier fehlt? Ich werde ihn wohl oben auf dem Tische haben liegen lassen. Vergiss nicht, mir ihn alsbald zu bringen, sagte Blaubart. Sie schob es mehrere Male auf, aber am Ende musste sie den Schlüssel denn doch herbeibringen. Blaubart betrachtete ihn und sagte dann, Wie kommt Blut an diesen Schlüssel? Ich weiß es nicht, antwortete das arme Weib, blass wie der Tod. Du weißt es nicht? schrie Blaubart. Ich aber weiß es, ich. Du wolltest in das Kabinett. Nun wohl, du sollst deinen Willen haben. Du wirst hineinkommen in dieses Kabinett und wirst einen Platz einnehmen neben den Damen, die du dort zu sehen das Vergnügen hattest. Sie warf sich ihm zu Füßen, weinte und bat um Verzeihung und Gnade mit allen Zeichen der Reue. Sie weinte, wie man sich denken kann, vergebens, denn Blaubart hatte ein Herz von Stein. Du musst sterben, sagte er gefasst, und zwar gleich. Wenn ich schon sterben muss, sagte sie mit vor Tränen zitternder Stimme, so lass mir nur so viel Zeit, um mein Gebet verrichten zu können. Ich gewähre dir eine halbe Viertelstunde und keine Minute mehr. Als er sie allein ließ, rief sie ihre Schwester und sagte zu dieser, Schwester Anna, ich bitte dich, steige auf den Turm so hoch du kannst und sieh, ob nicht meine Brüder kommen. Sie haben sich auf heute zu Besuch angesagt und wenn du sie kommen siehst, mach ihnen Zeichen, dass sie sich beeilen. Schwester Anna stieg auf den Turm so hoch sie konnte und die arme Betrübte rief von Zeit zu Zeit zu ihr hinauf, Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Und Schwester Anna antwortete, ich sehe nur die Sonne, die schimmert, und das grüne Gras, das glitzert. Unterdessen stand Blaubart mit einem großen Messer in der Hand unten und rief aus Leibeskräften seiner Frau, Komme rasch herunter, oder ich steige hinauf. Noch einen Augenblick antwortete seine Frau, und dann rief sie leise, Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Und Schwester Anna antwortete, ich sehe nur die Sonne, die schimmert, und das grüne Gras, das glitzert. So komm doch, schrie Blaubart, oder ich steige hinauf. Ich komme, antwortete seine Frau, und dann rief sie, Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Ich sehe, erwiderte Schwester Anna, einen großen Staub, der sich von jener Seite erhebt. Sind es meine Brüder? Ach nein, meine Schwester, es ist eine Schafherde. Willst du nicht endlich kommen? schrie Blaubart. Noch eine Minute, antwortete seine Frau, dann rief sie, Anna, Schwester Anna, siehst du nichts kommen? Ich sehe, antwortete Schwester Anna, ich sehe zwei Ritter von jener Seite kommen, aber sie sind noch sehr weit. Und einen Augenblick später rief sie, Gott sei gelobt, es sind die Brüder, ich mache ihnen so viel ich kann Zeichen, dass sie sich beeilen. Blaubart schrie und rief jetzt so stark, dass das Haus zitterte. Das arme Weib stieg hinab, warf sich ihm zu Füßen, weinte und jammerte ganz fürchterlich und rang die Hände. Das führt zu nichts, sagte Blaubart, du musst sterben. Dann griff er mit einer Hand in ihr Haar, mit der anderen schwang er das große Messer, um ihr den Kopf abzuschneiden. Die arme Frau wandte sich zu ihm, sah ihn mit brechenden Augen an und bat noch um einen Augenblick, um sich zu sammeln. »Nein, nein, empfiehl deine Seele Gott aufs Beste«, rief er und hob den Arm. In diesem Augenblick schlug man so gewaltig an die Tür, dass Blaubart stutzte. Man öffnete sogleich. Zwei Ritter mit gezückten Schwertern traten ein und stürzten sich geradenwegs auf Blaubart. Er erkannte die Brüder seiner Frau und wollte auf und davon gehen, aber die Brüder verfolgten ihn auf dem Fuß, erwischten ihn, bevor er aus dem Hause war, stießen ihm die Degen mitten durch den Leib und streckten ihn tot hin. Die arme Frau, die fast ebenso tot war wie ihr Gatte, hatte kaum Kraft genug, um sich zu erheben und ihre Brüder zu begrüßen. Blaubart hatte keine Anverwandten, und so fiel die ganze Erbschaft seiner Frau zu. Einen Teil ihres ungeheuren Vermögens gab sie ihrer Schwester Anna und verheiratete sie mit einem trefflichen jungen Mann, der sie seit langem liebte. Einen anderen Teil überließ sie ihren Brüdern, die als Soldaten das sehr wohl brauchen konnten, und den Rest brachte sie einem soliden Manne zu, an dessen Seite sie im Glücke die schweren Stunden ihrer kurzen Ehe mit Blaubart vergaß. Moral Die Neugier trotz all ihrer Reize kostet oft reichlich Reue. Jeden Tag sieht man tausend Beispiele dafür geschehen. Das ist, wenn es den Frauen auch gefällt, ein ziemlich flüchtiges Vergnügen. Sobald man ihm nachgibt, schwindet es schon und immer kostet es zu viel. Andere Moral Wenn man auch noch so wenig Scharfsinn hätte und verstünde kaum das Zauberbuch der Welt, man sehe rasch, dass diese Geschichte ein Märchen aus vergangener Zeit ist. Es gibt keine so schrecklichen Gatten mehr und keinen, der das Unmögliche verlangt, wenn er unzufrieden oder eifersüchtig ist. Bei seiner Frau sieht man ihn Schmeichelreden führen und welche Farbe sein Bart auch haben mag, man kann kaum erkennen, wer von beiden der Herr ist. Ja, ich wundere mich ja immer wieder, wie ich als Kind es ertragen habe, Märchen zu hören. Und ich weiß, dass ich Märchenbücher gehabt habe. Ja. Jetzt nicht unbedingt blaubart, aber wir haben ja immer mal wieder uns darüber unterhalten, wie grausam das eigentlich mhm. ist. Also was man zu einer bestimmten Zeit, und vielleicht machen das heute ja auch noch Menschen, Kindern so eins Märchen vorliest, ich finde es immer wieder eindrucksvoll, aber vielleicht ja. bin ich da auch wirklich zunehmend naiv vielleicht. Also ich habe ja ähm, das Glück gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwo erzählt habe, eine märchen gehabt zu haben. Das war eine alte Dame, die bei uns in Igels bei Innsbruck im Haus gewohnt hat und die immer auf mich aufgepasst hat. Und die hatte Märchen in allen möglichen Farben und Formen. Wir müssen vielleicht mal erwähnen, dass das jetzt nicht ein Anwesen war und ihr hattet verschiedene Bedienstete und so. eine davon war die Märchen-Omi, sondern… <laughs> Deine Eltern waren am Arbeiten bzw. am Studieren und das war so genau, eine, eine sehr kleine Wohnung in einem Märchen, <laughs> Märchen, in einem Mehrfamilienhaus gehabt in Igels. Und äh, auch in diesem Haus wohnte eben diese Frau Weber, die ich dann ähm, immer aufsuchen durfte, wenn meine Eltern irgendwie beide unterwegs waren. Ähm, ja, mein, mein Vater hat sogar noch studiert zu ja. der Zeit Medizin in Innsbruck. Und ja, da war ich halt öfter bei Omi Weber und die hat mir dann entweder Märchen vorgelesen oder auf Schallplatte vorgespielt. Mhm. Oder wir haben uns Märchen Bilderbücher angeguckt. Auf jeden Fall bin ich wirklich schon vom Alter, weiß ich nicht, schon ab drei Jahren ging das irgendwie los, dass ich Märchen vorgelesen bekommen habe. Und ich fand das immer ganz toll und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass die so grausam sind. Mhm. Das war irgendwie völlig normal. Aber heute sprechen wir über Blaubart. Blaubart ist schon ordentlich, was so die Gewaltdarstellung angeht. Die ähm, Frage ist jetzt, eventuell kennt ihr Blaubart in einer etwas anderen Form aus den Kinder- und Hausmärchen von äh, den Brüdern Grimm. Mhm. Da war es allerdings nur in der ersten Auflage, von 1812, das ist dann später rausgeflogen und ersetzt worden. Und die erste Frage, die wir uns stellen können, äh, warum ist das rausgeflogen und warum haben die das überhaupt umgeschrieben? Und da muss man einen kurzen Schlenker machen und sich fragen, wie sind die überhaupt in ihre Märchen gekommen? Hm. Die Brüder Grimm, die sagen ja immer so schön, sie haben die gesammelt vom Volke. Das war ja in der Romantik so das absolute Optimum, dass man dann wirklich ähm, den, dem Volk, also auch den einfachen Leuten, Aufs Maul schaut, um es mal salopp auszudrücken, und denen dann ähm, die Erzählungen abluckt, die sie sich so täglich erzählen. Und die einfachen Leute muss man vielleicht auch nochmal dabei sagen, damit ist jetzt nicht irgendwie was äh, Negatives gemacht Nein. gewesen, sondern oh, wir, im war, Gegenteil. wir waren da ja im, im, im ja, ich will nicht sagen Kastensystem, aber wir hatten ja noch ein rela relativ ja. strenges Ständesystem zu der Zeit. Und insofern äh, ist das eben mit den einfachen Leuten gemeint, die, die sozusagen im Beständesystem mhm. weit unten standen. Also die, die Brüder Grimm selber konnte man dem Bürgertum zurechnen, mhm. sogar dem gehobenen Bürgertum dann letztendlich. Was sie am allertollsten gefunden hätten, wenn sie einfache Bauersleute gefunden hätten, die ihnen da die Geschichten erzählen. Und sie nennen tatsächlich eine Quelle. Fürs Märchen erzählen ähm, als hessische Bäuerin. Mhm. Das stimmt aber nicht so ganz, denn die Dorothea Viehmann, die Viehmännin, die sie damit meinen, war eigentlich die Frau eines Schneidermeisters. Und die war nicht wirklich so ganz einfach. Die sprach Französisch, die stammte aus einer Hugenottenfamilie. Und die zeichnete sich vor allem, äh, vor allem aus durch ein wahnsinniges Gedächtnis, was Märchen angeht. Und die sind da auch nicht überall übers Land gezogen und haben die Leute aufgesucht, sondern zum Beispiel die Dorothea Viehmann ist zu denen nach Hause gekommen und hat da Märchen erzählt mehrmals. Und fand es zum Beispiel total toll, dass sie da Tee trinken durfte und hatte einen silbernen Löffel. Das hat sie sehr beeindruckt. Vielleicht sollten wir nochmal eine eigene Episode, mhm. aha, ich schreibe es mal auf den Zettel, Moment. <laughs> Zu den Brüder Grimm machen. Ja. Ich glaube, sonst sprengen wir das heute ja, beim ja, genau. mal genau das Nachzeichnen. Aber ist ja auch nochmal spannend, genau. weil man da, glaube ich, sehr viele falsche Vorstellungen ja. so also, tradiert ähm, bekommt. Die, die Brüder Grimm haben also Leute zu sich kommen lassen oder kannten Leute, die ihnen die Märchen erzählt haben. Und äh, dabei ist es auch nicht geblieben. Also Jakob Grimm hatte jetzt gesagt, das muss alles genauso bleiben, wie es uns erzählt wurde. Und wir müssen gucken, wie historisch genau wir das hinkriegen. Und äh, je genauer, desto besser. Wilhelm sah das ein bisschen anders. Also der war durchaus bereit, da sprachlich auch einzugreifen und Sachen auch umzustellen und zusammenzumixen und äh, umzubauen, damit man dann so ein schönes klassisches Märchen in seiner vorstellung äh, erhält ähm, ich habe eben die hugenottische äh, dorothea fiemann äh, erwähnt das ist aber auch noch nicht die quelle für den blaubart sondern ähm, die stammt aus der familie hasseflug diese erzählung und damit haben wir auch eine bürgerliche familie auch nicht das einfache volk mhm. und wieder starke hugenottische quellen also man sprach französisch man hatte natürlich auch französische erzähltraditionen im hinterkopf und aus diesem Bereich stammt dann eben auch der Blaubart. Und die Version, die ich euch vorhin vorgelesen habe, ist auch nicht die ziemlich abgespeckte Version, die 1812 in den Kinder- und Hausmärchen bei den Grimms gelandet ist, sondern die ist ziemlich stark ausformuliert und stammt von Charles Perrault. Und damit auch äh, ist sie um einiges früher zu verankern, weil Charles Perrault nämlich seine Märchensammlung schon 1697 rausgegeben hat, also nicht zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sondern um einiges früher. Mhm. Und diese Sammlung, die nennt sich Geschichten oder Märchen aus vergangener Zeit, einschließlich Moral. Märchen meiner Mutter Gans. Und damit ist keine buchstäbliche Gans gemeint, sondern das handelt sich vielleicht um eine Anspielung, aber auf jeden Fall ist Mutter Gans so ein stehender Begriff für so eine alte Frau, die Märchen erzählt geworden. Interessant, die gab die gibt, Mother Goose, gibt es im mhm. britischen Ja, Ach, auch, ne? Genau, genau. Ja, und der Blaubart von Charles Perrault, der zeichnet sich dadurch aus, dass da sehr viel höfisches ja, Gepränge drin steckt. Also, das Mädchen, das dann schließlich den Blaubart heiratet, das wird richtig umworben, beziehungsweise auch die, die Schwestern und die Mutter, die werden eingeladen und total verwöhnt, bis sie dann endlich Ja sagt. Und dann aber entspinnt sich eben diese grausame Geschichte von dem Frauenmordenden Ungeheuer, das man dann auf einmal als Ehemann hat. Und es ist auch spannend, also sowohl bei den äh, Brüdern Grimm als auch bei Perrault ist es eben so, dass dieses Mädchen sich nicht selber retten kann, sondern von den Brüdern gerettet werden muss. Mhm. Das äh, vielleicht zum Blaubart, was eigentlich eine ne ganz spannende Geschichte hat. Und man hört jetzt eigentlich immer. Und liest es, wenn man mal so googelt Blaubart, also nicht nur, dass das auch heute noch eine Bezeichnung für Serienmörder sein kann äh, und man dieses Motiv wirklich in vielen Filmen und äh, Büchern und allem Möglichen findet, sondern es wird immer wie selbstverständlich gesagt, da gab es doch ein reales historisches Vorbild, nämlich den Gilles de Rais. Mhm. Und dieser Schluss, der ist, wie wir vielleicht... Zeigen können ein bisschen zu einfach. Also, dieses völlig automatisierte Blaubart, ach ja, das war ja der Gilles de mhm. aus dem Frankreich des 15. Jahrhunderts, das ist ein bisschen zu leicht gemacht. Mhm. Ja, also, vielleicht streifen wir dann erstmal nochmal oder, oder schauen wir uns mal den Gilles de an. Ähm, auch da habe ich gedacht, als wir uns so vorbereitet haben auf die Episode, ähm, über seine Wegbegleiterin müsste man dann auch noch mal eine Folge ja. machen. Das war nämlich Jean Darc, seine Wegbegleiterin. Und generell, wir werden jetzt den Gilles rey kurz anreißen als Person. Es gibt, glaube ich, 30 Millionen True Crime, History und, und History Crime und wie auch immer Podcasts über den Gilles rey Die können wir auch gar nicht alle verlinken, weil er als einer der grausamsten Serienmörder der Geschichte gilt, wie so häufig bei diesen Formaten. Ähm, tatsächlich ist er sehr, sehr jung, tatsächlich mit John Dark äh, in den Krieg gezogen. Und es beginnen dann ja die ersten Geschichten, dass sie nach ihrem Sieg gegen die Briten, oder dass er, also sie haben gewonnen, und dann gab es natürlich viele Verletzte auf dem Schlachtfeld und Gefangene, und dann gibt es so die erste Erzählung die man natürlich mit Fragezeichen versehen muss, aber dass er sehr viele Briten äh, getötet hatte. Ja gut, also die, das ist die reale Grausamkeit des Krieges. Vielleicht noch kurz ähm, zum Hintergrund. Wir befinden uns zur Zeit des Hundertjährigen Krieges, Engländer gegen Franzosen. Äh, der englische König beansprucht den französischen Thron und es geht wirklich Jahrhunderte, also Jahrzehnte lang, fast ein Jahrhundert wirklich rund und es ist eine Zeit des absoluten Chaos. In manchen Gegenden werden die Leute vielleicht nicht so viel davon mitbekommen haben in Frankreich, in anderen dagegen wirklich regelmäßig äh, Truppen, die raubend und brandschatzend durch die Gegend ziehen und schreckliche Dinge anrichten. Das ist also über Jahrzehnte hinweg die Lebensrealität vieler Menschen. Und das ist so eine Zeit, in der eben Gilles de Ré ähm, aufwächst, ohne Eltern bei seinem Großvater, der sich auch schon durch ziemliche Grausamkeit auszeichnet. Aber eigentlich hat Gilles de rey so, so die besten Voraussetzungen, hm. um in der französischen Adelsgesellschaft richtig hoch aufzusteigen. Genau, ein Jungadeliger aus einer sehr wohlhabenden Familie, dann immerhin äh, großväterlicherseits und auch generell äh, familiär. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man ihm hier nachsagt, dass er auch nach dem Sieg unnötigerweise noch äh, Briten getötet haben soll. jetzt muss man auch da wieder so ein bisschen aufpassen. Ähm, es gab durchaus äh, die ja wie soll man sagen ähm, äh, nach einer Schlacht äh, die Geflogenheit, verwundete Menschen, bei denen mehr oder weniger klar war, dass sie das nicht überleben werden, ihre äh, Schlachtwunden im Grunde genommen, wenn man sich dann so das Schlachtfeld anguckte von ihrem von ihrer Qual zu erlösen. Ähm, das ist lange Zeit auch als Grausamkeit interpretiert worden. Heute sagt man eher naja, im Grunde genommen hat man dem einen oder anderen damit, in letzter Konsequenz einen Gefallen getan, so grausam wie das klingen mag. Also, hier, worauf ich noch hinaus will, ist, es wird ihm nachgesagt, da soll er schon hunderte von Briten, tausende von Briten, nicht nur in der Schlacht, sondern darüber hinaus dann auch getötet haben. Da muss man eben immer vorsichtig sein, weil natürlich historische Quellen mhm. immer ein Stück weit getönt sind. Aber du hast schon gesagt, beim Großvater aufgewachsen, da soll es nicht so toll gewesen sein, dann eben in der Schlacht auch als besonders fähiger, wenn auch grausamer Befehlshaber äh, aufgefallen. Genau, er ist zum äh, Beschützer von Jeanne d'Arc auserkoren ja. worden und hat äh, das auch deswegen erreicht, weil er schon mit großem Gepränge und eigenen Truppen äh, am Hof erschienen ist und sich wirklich auch äh, schon ausgezeichnet hat. Und äh, dann aber kommt eine Zeit, wo er ja so, auf, so ganz auf sich selbst zurückfällt. Man sagt, er hat dann seinen Großvater verloren. Jeanne d'Arc ist ja verraten und dann schließlich hingerichtet worden wegen Ketzerei. Auch das würden wir in einer entsprechenden Folge vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr im Detail erzählen. Und dann war er halt auf seinen Burgen und hat angefangen, da schreckliche Dinge zu veranstalten, wenn man den Prozessakten glaubt. Er ist das kann man ja sagen, er ist nicht nur auf sich zurückgefallen, sondern er ist ja auch noch belobigt worden. Er mhm. wurde zum Marschall Frankreichs mhm. er, er ernannt, vom dann König, äh, vormals vom Dauphin, äh, durfte die Lilie bei sich in seinem Wappen tragen. Also er gehörte quasi zum engen äh, königlichen ähm, Umfeld, äh, sozusagen in den Vertrautenkreis zunächst mal. Aber wie du gesagt hast, dann hat er so in seinen Burgen gesessen und dann begann so. Ja, wie soll man sagen? Heute, mir liegt so ein bisschen Jet Set auf den, auf den Lippen. Also der hat sehr viel Geld verprasst. Mhm. Er hat zum einen ähm, Theater, Schauspieler extrem gefördert, hat unfassbar viel Geld ausgegeben, ist dann auch zum Teil von einer Burg zur anderen Burg gezogen und hatte dann so ein Tross von Schauspielern äh, dabei und hat dann auch zum Teil Aufführungen unterwegs auch mal stattfinden lassen und galt ja als sehr gönnerhaft. Das Problem dabei war aber, dass er mit diesem Lebenswandel im Grunde genommen sein eigenes Budget überschritten hat und im, äh, im Grunde genommen dann anfangen musste, Ländereien und Schlösser zu verkaufen, was der Großfamilie nicht so gut gefallen hat, mhm. weil der Verhörte und deutlich unter Preis ähm, eben all das, was so ähm, seiner äh, Familie... Im weitesten Sinne gehörte und irgendwann ähm, hat man gegen ihn, wie soll ich sagen, intrigiert und hat veranlasst, zumindest, dass keiner mehr mit ihm Geschäfte machen darf. Ja, also das war wahrscheinlich reiner Selbstschutz für seine Erben. Die wollten ja. halt nicht, dass er das gesamte Erbe schon zu Lebzeiten, also zu seinen Lebzeiten, völlig verprasst. verprasst. Also er hat wirklich aus groß, auf großem Fuß gelebt und von seinen vielen vielen Burgen sind dann irgendwann nur noch ein oder zwei übrig geblieben und auf denen hat er sich dann eben ja aufgehalten. Es war aber dann irgendwann sehr sehr auffällig, dass überall da, wo er war, Jungen verschwunden sind mhm. und man äh, sagt dann so und wir können gleich an dieser Stelle schon mal sagen, das was wir euch jetzt erzählen, das stammt als Quelle aus Prozessakten und tatsächlich auch aus einem Geständnis von gilles de Ré selber. Mhm. Das ist wirklich die Besonderheit an diesem Fall. Äh, und äh, eben, es scheint so gewesen zu sein, dass er nicht nur selber ähm, die Bediensteten, also die Jungs, die da sowieso schon auf seinen Schlössern tätig waren, aus dem einfachen Volk zumeist getötet hat, auf grausamste Art und Weise und sich an ihnen vergangen hat, sondern er hat irgendwann auch Leute losgeschickt, er hatte also wirklich auch Gehilfen, mhm. die ihm dann ähm, Jungs besorgt haben, die er misshandelt und getötet hat. Und das wirklich in einer Weise und in einer Zahl, die, wenn man wirklich die Quellen sich vornimmt, ungewöhnlich ist und äh, besonders grausam ist. Ja, wir wollen das hier mal nicht im Detail machen. Mhm. Wir haben genug Quellen verlinkt, wo ihr das nachlesen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr nach dem Namen sucht, werdet ihr sicherlich äh, das gut beschrieben bekommen, wer das haben möchte. Ähm, Alexa sagt Prozessakten. Und mein erster Gedanke war, als ich mich so eingelesen habe: Naja, okay, das war die Zeit der peinlichen Befragung. Spricht der Folter. Das hieß ja damals so. Die peinliche Befragung war ja dann, dass man gefoltert wurde, bis man das, was einem zur Last gelegt war, äh, dann auch am Ende gestanden hat, damit es halt aufhörte. Hier ist es allerdings so, dass das Geständnis, was man dokumentiert gefunden hat vom Gilderé, ähm, nicht unter der peinlichen Befragung stattgefunden hat. Allerdings muss man sagen, er hat zunächst geleugnet, er ist dann übrigens angeklagt worden. Vielleicht sollten wir genau. vorher noch mal ähm, kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Sagen, genau also wie er, hat, er vor Gericht gestellt worden genau, ist. Er hat zwischen ähm, 1432 und 1440, als, da ist er dann schließlich hingerichtet worden, äh, gemordet ohne Ende. Und irgendwann hat er dann ähm, versucht … Die Schlösser oder ein Schloss wiederzukriegen, was er verkaufen musste, und hat ein, den Priester in einer dazugehörigen Kirche überfallen. Und ähm, damit hat gefangen er dann und gefangen gesetzt und damit hat er dann anscheinend den Bogen überspannt. Das war der Punkt, wo man gesagt hat: So jetzt müssen wir mal ganz genau hingucken, was der da so treibt. Und dann ist das nach und nach wohl alles ans Licht gekommen. Und er ist vor Gericht gestellt worden. Es gab einen Prozess und er ist schließlich 1440 am 26. Oktober hingerichtet worden. Genau. Also, das war, dass er, also in dieser Verhandlung, 140 Jungs und äh, junge Männer, die er umgebracht haben soll. Das hat er wohl gestanden. Sehr, sehr auffällige und große Zahl, wenn so viele ähm, junge Menschen verschwinden. Ähm. In dem Moment, wo dieser Prozess begann, also wo er sich gegen die Kirche gewandt hat und einen Priester gefangen genommen hat, in Anführungsstrichen entführt hat, ähm, da war es dann vorbei. Und das Interessante hier war ja, da war ich jetzt gerade stehen geblieben, dass es im Grunde genommen zwei Richter auch in dieser Verhandlung gab. Es gab einmal ein kirchliches Gericht und ein weltliches Gericht, äh, vor dem er dann äh, verurteilt wurde. Und zunächst mal war er ja nicht so geständig und willig. Äh, und man hat ihm dann aber mit der Exkommunikation gedroht, also dem Rauswurf aus der Kirche. Und das hat ihn wohl dazu bewegt, dann diese 140 ähm, Ermordungen oder Morde ähm, zu gestehen und so Protokoll zu geben. Heute wird darüber philosophiert, ob allein die Drohung der Exkommunikation für ihn tatsächlich so schlimm gewesen ist. Dass er das dann, dass er dann alles unterschrieben hat oder alles zugegeben hat, ob er es gemacht hat oder nicht. Können wir nachher noch vielleicht mal was zu sagen zu den Bestrebungen, ihn da vielleicht auch wieder reinzuwaschen. Aber immerhin hat er unter Druck, in dem Fall der Exkommunikation, aber eben nicht unter der Folter, das beschrieben. Und interessanterweise ist es dann ja auch so gewesen, dass auch seine Diener ja entsprechende Dinge dann auch zugegeben haben, mhm. die ihm bei seinen Taten unterstützt haben. Also das Immerhin. Also es gibt einen äh, ziemlich berühmten Satanisten, Alchemisten, denn äh, damit hat er sich dann wohl auch noch beschäftigt. Ach ja, er wollte ja dann mit der Kohle reinholen ja, ja, genau. und hat dann satanische Beschwörung, Dämonenbeschwörung, und Alchemisten, die aus Bleigold herstellen sollen, Ja, gesucht. genau, genau. Und dieser Alchemist, dieser Nekromant Francesco Prelati, der ist ungestraft davon gekommen. Das ist schon außergewöhnlich und äh, das nehmen auch manche zum Anlass um dieses Geständnis, dieses Erzwungene eines frommen Mannes, der dann doch davor Angst hatte, Exkommuniziert zu werden, obwohl er eigentlich auch ganz schreckliche Dinge äh, getan haben soll. Also, manche haben das eben zum Anlass genommen, um zu sagen: Na, da gibt es Prozessunregelmäßigkeiten und so ganz freiwillig war das halt nicht und wir zweifeln es an. Was wir aber definitiv nicht haben, und das ist ja wieder das Interessante: jetzt kommen wir so in den Bogen so ein ganz bisschen zurückschlagen, ist, dass Gilles Deret eben nicht Frauen oder schon gar nicht seine Ehefrauen umgebracht hat, sondern offensichtlich ja junge Männer. Jungs, Kinder eher als Opfer gesehen hat, die sich hat zuführen lassen. Und insofern die Parallelen eigentlich so gar nicht gegeben sind, außer der Tatsache, dass halt Menschen gestorben sind, wenn man es mal so. Ja, also die Lage ist, wenn man, wenn man wirklich die Fälle vergleicht, schon eine, eine sehr andere. Und die Frage ist auch wirklich, was kann denn Perot 1697 oder kurz davor überhaupt über den Fall Gilles de Rey gewusst haben. Mhm. Man muss ja dazu auch noch sagen, nachdem das alles gewesen ist und 1440 der Gilles de Ray äh auf dem Scheiterhaufen äh, gelandet ist. Wobei er ist hängt äh, worden, genau, ganz wichtig, genau. als, als sehr, ähm, wie soll man sagen, degradierende äh, Bestrafung. Nicht mit dem Schwert hingerichtet, wie es genau. einem Adeligen eigentlich geziemt hätte. Und man liest ganz oft, also auf dem Scheiterhaufen, er, man hat ihn dann kurz ins Feuer geschmissen, aber er hat sogar ein normales Begräbnis ja. dann hinterher bekommen. Das genau. hat man ihm dann irgendwie doch seine Standes wegen zugesichert. Also, wenn ihr hört, dass er dann grausam auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, ist ein bisschen verkürzt. Ja, da war er schon. Da waren andere schlimmer dran. Genau. Ja. Jedenfalls waren die Prozessakten erstmal unter Verschluss. Und mhm. es ist nicht so, als wäre Perrault, als er dann diese Märchen verfasst, also man geht auch davon aus, dass er sich das mehr oder weniger selber überlegt hat, das blaubart nicht in eine Bibliothek gegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt mal ins Archiv und schaue mir mal diese Prozessakten an und gucke mhm. mal, was ich dann als in Märchenform daraus mache, sondern was höchstens sein kann, ist, dass im Volk äh, einfach Erzählschnipsel übrig geblieben sind aus mhm. dieser Zeit und zwischen 1440 und 1600, sagen wir mal, weiß ich nicht, 80, 90 oder so, da liegt eine lange Zeit, dass in der ähm, Zeit eben Erzählschnipsel sich äh, erhalten haben, die dann eben weitergegeben wurden und die vielleicht auch dann in einen anderen Kontext gelangt sind und verschiedene Motive in verschiedenen Geschichten gelandet sind. Und es ist wirklich die große Frage, was hat Perot zu der Zeit gewusst und wovon hat er sich wirklich inspirieren lassen. Es gibt dann nämlich noch ein paar andere Geschichten, die in Frage kommen. Und da müssen wir gar nicht auf irgendwelche historischen Abhandlungen und ähm, ja, Quellen gucken, sondern einfach auch in den Märchenbestand. Es gibt verschiedene Märchen und die sind zum Teil sogar dann wieder in den Kinder- und Hausmärchen gelandet, mhm. ähm, die wirklich Parallelen aufweisen. Und das Interessante an der Märchenforschung ist, wenn man sie dann intensiv betreibt und sich die sogenannte historisch-geografische Methode auch zu eigen macht, also guckt, was wird wann an welchen Motiven erzählt, dann landet man eben dabei, dass ganz viele verschiedene Märchenmotive in ganz unterschiedlichen Märchen irgendwann vorkommen und mhm. erzählt werden. Und wir haben verschiedene Elemente im Blaubartmärchen, die auch in einem anderen Kontext auftauchen. Und ganz zentral ist dabei, das Schlüsselmotiv, also mhm. Frau kommt entweder zu einem König wie bei den Brüdern Grimm, oder einem Ritter, wie bei Perot und ähm, Bechstein zum Beispiel. Auf ein Schloss oder eine Burg oder wie auch immer und kriegt Schlüssel überreicht. Das ist natürlich ein sehr, sehr gängiges Motiv, was auch einen realen Hintergrund hat, weil die Herren des Hauses natürlich auch die Schlüsselgewalt hatte. Und dann gibt es äh, ganz oft in verschiedenen Märchen auch äh, das Motiv, dass eine Kammer aber verboten ist. Und es gibt ein schönes italienisches Märchen zum Beispiel, die Silbernase. Das ist äh, in Märchensammlungen recht spät gelandet und es ist ein bisschen schwer festzustellen, wie alt das wirklich ist. Aber das hat wirklich Motive, die sehr, sehr starke Parallelen zum Blaubart aufweisen. Also da geht es um eine Wäscherin und den Teufel. Und der erscheint dann eben als, als Ritter und kriegt auch eine Frau, das ist die Tochter der Wäscherin, und die, die Frau kriegt dann auch Schlüssel in die Hand und soll aber in eine Kammer nicht reingehen, tut es dann aber doch und sieht dann aber, ähm, als sie die Kammer aufschließt, dass dahinter Fegefeuer und ähm, die verlorenen Seelen sind und weiß dann, oh, das ist der Teufel, den ich da geheiratet habe. Natürlich kriegt der Teufel, der Ehemann, das auch raus, dass sie da drin war und dann wird sie da reingestoßen und. Ähm, das ist nur ein Beispiel von einigen, wo man wirklich in den Märchenmotiven auch Parallelen hat. Es gibt dann bei den Brüdern Grimm noch das Mordschloss, äh, den Räuberbräutigam und äh, Fitchers Vogel. Und auch da haben wir ganz viele Motive, die wir auch beim Blaubart haben. Und jetzt bleibt zum Beispiel noch die Frage, ob äh, die nicht auch aus älteren Geschichten stammen, die vielleicht schon zu Perot's Zeiten en vogue gewesen sind und die ihn inspiriert haben. Bei den Brüdern Grimm äh, ist das Märchen vom Blaubart dann übrigens rausgeflogen, weil es einmal schon einige gab, in denen die Motive auch aufgetaucht sind. Und dann kann man natürlich überlegen, sie wollten ja deutsche Märchen sammeln und keine französischen, ob ihnen das Blaubart-Märchen dann eventuell zu französisch gewesen ist, also nicht deutsch genug. Das mag vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall haben sich einige Märchen erhalten, wo auch Motive aus dem Blaubartmärchen eine Rolle spielen. Und wir werden wahrscheinlich nicht wirklich klären können, welche Quellen Perot äh, benutzt hat. Es ist da zum Beispiel auch noch die Ballade vom Mädchenmörder mhm. im Spiel. Die hat sich auch über relativ lange Zeit hindurch durchtradiert. Man kann die aktive Überlieferung zurückverfolgen bis ins 16. Jahrhundert sogar. Irgendwann sind dann Versionen davon auch so in so Studentenverbindungsliedern mhm. gelandet. Und auch da haben wir schon Motive, die dann auf ähm, den Blaubart hindeuten. Und das mag eventuell auch eine Rolle gespielt haben. Und ich finde immer, wenn man sich so einfach macht und sagt, äh, Blaubart, ach ja, das war ja der Gilles de Rey, dann äh, verliert man auch wahnsinnig viel an. Ähm, Beschäftigung mit einem reichen Erzählungsschatz. Und ich finde es mhm. halt immer schöner, wenn man dann guckt, was für Quellen können noch eine Rolle gespielt haben und was für Erzähltraditionen gibt es noch, die sich da niederschlagen. Das finde ich wesentlich interessanter, als immer nur diesen einen wahren Kern zu suchen. Es mag eine Rolle gespielt haben und es haben sich vielleicht schon Geschichten über Gilles de Rey im, äh, in der Erzähltradition auch durchgeschlagen bis zu Perrault. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, aber vielleicht war das gar nicht mal seine einzige Erzählquelle und seine einzige Inspiration für das Märchen vom Blaubart und es lohnt sich eigentlich immer, sich mit verschiedenen Märchen, verschiedenen Quellen auseinanderzusetzen. Dann hat man letzten Endes, finde ich, immer mehr davon, als immer nur so auf eine Wahrheit zu fokussieren. Da bleibt dann meistens was zurück. Was mich ja dabei so ein bisschen beschäftigt, ist die Moral. Ja. Und wenn wir das jetzt heute und so anschauen, würde ich natürlich spontan sagen: Guck mal, das passiert, wenn Frauen verheiratet werden, dann geraten die an grausame Männer. Gegen den eigenen Instinkt. Gehen den eigenen Instinkt. Die Männer wechseln dann die Frauen. Also hier werden sie dann ja in der Regel umgebracht oder kommen in die Hölle. Du hast es ja beschrieben, weil sie den Teufel geheiratet haben. Also eher sowas. Fast wie ein feministisches Warnbild, was, was da gemalt wird. Zumal, das darf ich gerade eben einwerfen, in den anderen Märchenversionen, von denen ich gesprochen habe, ist auch ganz oft so ist, dass das Mädchen gar nicht von den Brüdern einfach gerettet werden muss, sondern dass die selber schlau genug hm. ist, um sich aus der Situation zu befreien. Mhm. Das ist auch noch mal ein ganz spannender Punkt. Aber, und das hat mich dann so ein bisschen umgehauen. Du hast mich dann darüber informiert, dass zu der damaligen Zeit im Grunde genommen. Das überhaupt nicht die Moral, war, die sich nee. dahinter verborgen hat, sondern das war eher was anderes, was sich <laughs> ja. da verborgen hat. Ne? Ja, und wenn ich darüber spreche, ich habe euch absichtlich, obwohl es oft weggelassen wird, nach dem Perot-Märchen vom Blaubart auch noch die Moral mit eingelesen. Da haut es mich jedes Mal wirklich von den Socken, denn es geht schlicht und ergreifend zum einen um die Neugier, also Frauen sollen nicht neugierig sein. Wenn sie ein neues Heim kriegen, dann ist das völlig okay, wenn der Ehemann sagt, ja, du, da ist aber das eine Zimmer, da gehst du mir nicht rein. Na gut, also wenn das jetzt das Lego-Zimmer ist, wo äh, der Mann sagt, also da räumst du aber nicht auf, <laughs> überall sonst, aber da nicht, dann kann ich das ja noch verstehen. Aber so dieses Verbot der äh, Kammer äh, und obwohl man die Schlüsselgewalt hat, irgendwie dieser eine Raum, der verboten ist, das finde ich schon mal so ein bisschen strange. Ähm, zumal man das ja auch vielleicht als Metapher für Geheimnisse in der Ehe, ähm, lesen ja, ja, kann. Also wenn die dann wirklich richtig übel sind, diese Geheimnisse, dann ist, wird's natürlich ungut. Also kein Mensch ist gezwungen, alles über sein Leben offen zu legen, aber äh, schlimme Geheimnisse sollte man dann vielleicht doch nicht haben. Die andere Moral finde ich aber fast noch schlimmer und ich hatte gedacht, dass, dass wenigstens der böse Blaubart mal einen mitkriegt von Perrault in der Moral, wenn es schon zwei Moralen gibt äh, unter diesem Märchen. Aber nein, da wird einfach nur darüber philosophiert, dass früher die Männer männlicher waren. Und jetzt sind sie ja alle irgendwie nicht mehr Herr im Haus und man weiß gar nicht mehr, ist es die Frau oder ist es der Mann, der da äh, die Hosen anhat in der Ehe. Und da hört es dann bei mir wirklich auf, ähm, das sollten wir uns vielleicht auch mal hinter die Ohren schreiben, dass das halt früher gang und gäbe mhm. gewesen sein mag, eine solche Moral. Ähm, dann noch den Leuten mitzugeben. Ach so, und äh, eine Seitenbemerkung vielleicht noch: Die Märchen auch von Perot waren überhaupt nicht für Kinder gedacht. Hm, okay. Ich, ich erwähne es nur nochmal. Also, das waren Geschichten für Erwachsene. Aber war auch das die dann Moral eher, war für Erwachsene, das war nicht für Kinder. War das dann eher auch, äh, weil du es so angedeutet hast, dann auch diese, diese Kunstmärchen oder wie das heißt, die er gemacht hat? Oder äh, hm. mache ich jetzt ein neues Fass, auch was eine eigene Sendung wäre? Also, bei <laughs> Perot. Äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also bei Perrault vielleicht noch mehr als bei den Brüdern Grimm. Also die haben ja auch viel verändert, aber da war es vielleicht noch ein bisschen mehr Erzähltradition als bei Perrault. Aber das äh, und an, mag und dann auch von Märchen zu Märchen ein bisschen unterschiedlich. Und sein. Ein anderer Pool, damit man das jetzt einordnen kann, was wir hier gerade sagen, ist Hans Christian Andersen, ja. der tatsächlich Eindeutig. die Märchen wie ein Autor ausgedacht ja. hat. Also das war der nichts, was Stil er gesammelt hat. Genau. Der hat so getan, als wären das Volkserzählungen, und der hat auch ganz oft. Man hat ja beim Volksmärchen diese berühmte Dreiteilung. Also der Prinz muss drei Proben bestehen. Mhm. Oder auch hier bei äh, Perrault ähm, die äh, Frau in Gefahr ruft dreimal um mhm. Hilfe mhm. und solche Sachen. Ähm, das hat äh, also andersen zum Beispiel auch ähm, imitiert, aber er hat sich das halt als Autor selber aufgeschrieben. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist dann eben die Moral, ähm, dass es keine schrecklichen Gatten mehr gibt. Also die sind heute alle total Softies und ähm, würden im Leben nicht drauf kommen, ihre Frauen in irgendwelchen, also umzubringen und in irgendwelchen Zimmern, die sie dann abschließend verschwinden zu lassen. Naja. ja. ja. also bezweifle dann, das. dann wäre es aber <laughs> immerhin schon ein ganzes Stück weiter. Also mhm. das haben wir ja vielleicht jetzt in weiten Teilen äh, erreicht. Ja haben wir noch was vergessen in dieser breiten Betrachtung? Einfach vielleicht der Aussage... Stimmt, aber das könnt ihr dann vielleicht nachlesen <laughs> oder wir schieben nochmal eine Folge genau. zu den Brüdern. -Krimen. Auf alle Fälle, wenn jetzt ihr mal wieder hört, ah, Blaubart, Gilles Deray, dann sagt ihr wahrscheinlich, da gab es eine Folge, ich kriege es aber gar nicht mehr auf die Kette, was die schlaue Hoax müsste alles <laughs> gesagt hat. Aber ähm, so einfach ist es dann oft nicht und das ist ja auch schon wieder fast sowas wie ein Hoax, den wir hier so ein bisschen angegangen sind und das vielleicht ein bisschen gerade gerückt haben. Und wir hoffen, dass das äh, für euch unterhaltsam ja. und interessant gewesen ja, es, ist. Es ist halt komplex. Und jetzt würde ich aber schon auch gerne wissen, ob Punkse Tony Phil ein Unsterblicher, also... Oder besonders alt. Oder Der besonders alt. Urgroßvater unter den Murmeltieren. Ich muss gleich mal googeln, wie alt Murmeltiere <laughs> werden. Aber jetzt wollen wir es ja erstmal gleich hören. Die Auflösung. Ich habe euch natürlich eine Sage erzählt. Der Tony Phil ist weder unsterblich noch besonders alt, sondern Tony Phil ist verschiedene Murmeltiere, mhm. wenn man sich jetzt mal überlegt, nämlich dass der Groundhog Day, der Murmeltiertag schon seit 1886 ah, okay. begangen wird. Ähm, dann ist es natürlich klar, dass kein Murmeltier jemals so alt sein könnte. Die Sage, die sich damit verknüpft, ist aber irgendwie ganz niedlich, weil es nämlich heißt, dass er eben, also dieser eine Tony Phil, wirklich seit 1886 die Vorhersage macht. Und das schafft er, weil er ein Lebenselixier trinkt. Mm. Komischerweise muss er das jedes Jahr äh, trinken, dieses Elixier mit einer geheimen Rezeptur. Aber wenn er das jeden Sommer trinkt, dann ist er alt, äh, solange er das zu sich nimmt und sterblich und kann jedes Jahr den Groundhog Day begehen und den Leuten Vorhersagen machen. Das ist super. Ja, das halt ist eine auch sehr niedliche, niedliche Geschichte. Ja. Und damit sind wir am Ende der 308. Episode von Huxilla angekommen. Auch hier wieder, wir müssen es leider tun und tun das aber auch sehr gerne, leider, weil wir das so oft machen. Einmal müssen wir Danke sagen an all diejenigen, die uns unterstützen, äh, bereits. Ähm, es ist noch ein bisschen im November, noch ein paar Tage und deswegen warten wir jetzt nochmal bis Anfang Dezember ab, bevor wir eventuell irgendwelche Dinge verkünden. Es ist auf alle Fälle toll, dass ihr uns unterstützt und wenn es den einen oder anderen gibt, der sagt, ach ich will es immer machen und vergesse es immer, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, es zu tun, weil das uns vielleicht noch den letzten Wind geben könnte, um dann... Über die Zielgerade zu segeln. Ähm, es ist, also wir sind bei gut 5%, Prozent, ich hatte das ja schon gesagt, äh, der Hörenden angekommen, die uns unterstützen. 6% wären eigentlich wichtig, ähm, gerade bei dem, was sich so äh, weltmarkttechnisch vor uns allen darstellt. Es wird halt wirklich alles teurer. Aber da wollen wir auch nicht jammern, mhm. sondern wollen. Von ähm, euch auf jeden Fall Danke, Danke sagen, sagen für eure wunderbare Unterstützung und. Dafür, dass ihr uns die Treue haltet und immer wieder Hoxilla hört, weiterempfehlt. Ähm, ja. Und vielleicht einmal, um es nochmal zusammenzufassen, weil die Fragen immer wieder kommen, wenn ihr jetzt noch zuhören solltet. Wer uns bei Patreon unterstützt, muss ungefähr rechnen, dass sieben Prozent dessen, was er uns gibt, verloren geht, weil das nimmt dann die Plattform sich als Gebühren. Ähm, bei PayPal ist es so, dass man, wenn man uns. Einzeln unterstützt, dann kann man ja sagen, dass wir Freunde sind. Das ist in dem Fall auch okay, weil wir ja den Podcast nicht verkaufen. Der ist ja in dem Fall keine Ware. Das heißt, da fallen dann keine Gebühren an. Unter Freunden, in Anführungsstrichen, wenn man einen Dauerauftrag bei PayPal einrichtet, dann fallen sehr wohl Gebühren an. Das ist gestaffelt nach dem Volumen dessen, was ihr als Dauerauftrag einrichten mögt. Und letztendlich gibt es ja dann noch die Überweisung per Dauerauftrag. Da ist es dann einfach so, wenn äh, eure Bank zum Beispiel kein Geld für eine Überweisung nimmt, kostet euch das nichts und uns kostet es auch nicht. Das ist natürlich die eleganteste Variante, äh, um uns zu unterstützen. Ansonsten haben wir einen Amazon-Link. Wer da bestellt, der könnte dann da draufklicken vor der Bestellung. Dann kriegen wir immer so ein paar kleine Prozent an Provisionen gutgeschrieben. Das ist noch ein Punkt und für all diejenigen, die uns bei Spotify hören, nochmal der Hinweis, weil das wird auch immer oder häufig nicht gewusst: Wir bekommen kein Geld von Spotify. Also ihr nutzt das, ihr bezahlt auch eine Gebühr an Spotify. Der ein oder andere hat dann Account sich geklickt, die ein oder andere, aber wir bekommen keinerlei Geld von Spotify. Warum nicht? Weil wir mit denen keinen Vertrag gemacht haben und die bei uns auch keine Werbung reinschalten dürfen in den Podcast. Nur dann würde man an den äh, Umsätzen beteiligt werden. Insofern und das soll natürlich auch so bleiben. Das keine soll auch so Werbung bleiben. Genau, das soll so bleiben. Deswegen ähm, wer jetzt sagt, ich habe doch ein Spotify-Abo, da kriegen die bestimmt auch ein bisschen Geld ab und ich höre die ganz regelmäßig. Das lohnt sich bestimmt für die. Wir bekommen 0,000000 000 000 Cent äh, von Spotify, kann aber aus Sagen, dass bei der Plattform Podimo wir in diesem Jahr das erste Mal tatsächlich eine Ausschüttung bekommen haben. Da kriegt man nämlich, also da ist das im Grunde genommen so, wie man es bei Spotify vermuten würde. Und da haben wir jetzt im, für im Grunde genommen sechs Quartale. Die rechnen ganz komisch ab. Fragt mich nicht, warum wir in einem Jahr von sechs Quartalen die Abrechnung haben. Aber haben wir, äh, glaube ich, insgesamt 220 Euro bekommen und das ist immer so, dass man sich das Geld dabei erst auszahlen lassen darf, wenn man mehr als 100 Euro bekommt. Deswegen so sechs Quartale, das ist, kann man sich dann ausrechnen, wie viel Geld da pro Quartal ähm, reinkommt. Ist nicht viel, aber immerhin äh, das finde ich so als Plattform, wenn man den Plattform mag, ganz nett, dass die uns da ein bisschen unterstützen. Ähm, am einfachsten kann man natürlich da einfach über Podcatcher hören, da ist es umsonst und da gibt es keine US-Konzerne oder andere Länder, die damit wirken, sondern das sind dann einfach nur wir. So. Der langen Rede, kurzer Sinn. Wir machen Feierabend. Genau, bleibt Wünschen. gesund genau. und guten Mutes. Genau, wir hören uns ganz bald wieder bei Folge 309, selbstverständlich. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Juxilla Unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf juxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.